Sexuelle Gewalt ist ein Thema, das existiert, das aber oft tabuisiert wird. Es gibt Menschen, die Missbrauch erleben oder erlebt haben. Dieses Thema ist gerade in den letzten Jahren in das Bewusstsein gerückt, auch innerhalb der Kirchen. Oft fällt es schwer, überhaupt über sexuellen Missbrauch zu sprechen. Wir versuchen es heute bei Nachgefragt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Professor Dr. Johann Gerhardt ist Vorsitzender des Fachbeirates Sexueller Gewalt begegnen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über dieses Thema zu informieren und Betroffenen zu helfen. Herzlich willkommen, Herr Gerhardt. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Wenn wir über dieses Thema sprechen, sexuelle Gewalt, was ist mit sexueller Gewalt überhaupt gemeint? Man könnte sagen, es sind alle Übergriffe auf andere Personen im Bereich der Intimsphäre ohne Einwilligung des anderen. Das betrifft dann vor allem natürlich Kinder. Es betrifft Jugendliche, kann aber auch Erwachsene betreffen. Aber ist es nicht sehr schwer, das irgendwie festzulegen? Also es gibt doch viele Nuancen, wo man sagt, ohne Einwilligung. Ja, das ist natürlich ein fließendes Gebiet. Also von brutaler sexueller Gewalt sprechen wir von Vergewaltigung oder bei Kindern von Missbrauch mit Penetration oder auch mit anderen Gewaltmöglichkeiten. Bis hin zu verdeckter, manchmal ganz schwierig zu erkennender sexuellem Missbrauch, wo man eigentlich seine eigenen Interessen oder voyeuristische Impulse am anderen deutlich macht. Manchmal vielleicht sogar ohne es selbst ganz genau zu verstehen, was damit sich selber vorgeht. Das kann so eine vorgetäuschte Neugierde sein. Es kann auch eine Fürsorge sein. Ich liebe dich, ich drücke dich, ich streichle dich. Also das gibt da sehr, sehr, sehr diffuse und manchmal auch sehr klare Bilder. Sie haben jetzt gerade schon über Kinder gesprochen. Wer sind denn so die Opfer? Ja, es sind vor allem Kinder. Kinder, Jugendliche. Und da sehen wir auch, dass natürlich Jungs als auch Mädchen betroffen sind. Aber so die Statistik sagt eben, es sind doch zum großen Teil Mädchen. Und die Täter sind zum großen Teil Männer. Nicht ausschließlich, aber doch zum großen Teil. Wissen Sie auch was über die Täter? Wo kommen sie her? Wie kommen sie in Kontakt mit den Opfern, sage ich mal? So landläufig hat man gedacht früher, die Täter sind irgendwelche fremde Leute. Aber wir wissen heute, dass die Täter häufig aus dem unmittelbaren Umfeld kommen. Wir wissen das aus Familien. Es gibt manchmal so ganze Generationen, wo Täter in Familien so eine Art Übergriffe weitermachen. Der Vater hat es schon gemacht, der Sohn hat es gemacht. Manchmal sind es Onkel, es sind Freunde, es sind Nachbarn. Also immer dort, wo der Zugriff auf das Kind leichter ist und wo das Kind auf der anderen Seite auch so eine Art Vertrauensverhältnis aufgebaut hat und damit auch Angst hat, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das wäre bei einem Fremden leichter. Der hat mich angefasst oder der hat mich gezwungen. Da kann man das leichter sagen. Weil man dann sozusagen die eigene Familie nicht diskreditieren möchte. Genau, oder? Genau. Oder weil Kinder dann auch erschüttert sind, dass der eigentlich so nett ist, plötzlich persönlich oder intim an mich herantritt. Und das können sie völlig verwirren. Und so sind sie auch sprachlos und sagen, was mache ich denn jetzt? Er ist ja eigentlich nett. Und was machen Kinder dann am besten oder Jugendliche? Ja, es ist ganz schwierig. Es gibt natürlich so, wenn es körperliche Gewalt ist, dann kann man natürlich sagen, Kinder merken dann schon und sagen, es tut mir weh. Und wenn dann so Anzeichen sind, physischer Natur im Genitalbereich, Schmerzen und Kinder klagen dann darüber, dann müssen natürlich Eltern sehr aufpassen und hörig und hinhören. Da könnte was sein. Andere Anzeichen sind, dass Kinder plötzlich so ein regressives Verhalten zeigen, wie wir sagen. Also sie fangen wieder an, am Daumen zu lutschen oder wieder einzunässen oder haben plötzlich Angst vor Berührung oder haben Angst vor Nacktheit. Also wenn sie mal kein Unterhöschen anhaben, dann sind sie ganz aufgeregt. Manchmal kann es auch sein, dass sie dann, wenn sie älter sind, denken, sie müssten
sich Liebe erkaufen mit körperlicher Zuneigung, werfen sich also allen möglichen Leuten schnell an den Hals, wo sie doch eigentlich dann eher so zurückhaltend sein könnten. Manchmal sind es auch dann schulisches Versagen, es sind Persönlichkeitsstörungen, wo man sagt, was ist mit dem Kind passiert? Manchmal Angst, in einer Gruppe, in einer Masse zu sein, Rückzugsgeschichten, das alles sind Zeichen, die nicht immer eindeutig sind, aber die auf jeden Fall ein Zeichen dafür sind, dass mit dem Kind etwas geschehen ist. Das heißt, das sind so Faktoren, die die Familie vielleicht auch aufmerksam werden oder sein lassen können sozusagen. Ja, manchmal sehen es andere besser als die Familie. Familie macht sich vielleicht Sorgen, aber wenn in der Familie selbst dann ein Täter ist, dann wird das natürlich eher zugedeckt. Aber wenn die Lehrerin, der Lehrer, irgendwo in der Gemeinde jemand merkt, das Kind ist irgendwie anders geworden, als ich es so kenne, dann sollte man da schon hellhörig werden und nachfragen. Vor allem, wenn es persistierend ist und wenn es also nicht nur Laune des Kindes ist, sondern wenn das längere Zeit andauert. Und wenn man sowas bemerkt, was kann man dann tun? Also ich denke, man muss da sehr vorsichtig sein, denn wenn es nicht stimmt, wenn es eine andere psychische Erkrankung ist, was ja auch sein kann, und man setzt jetzt ein Gerücht in die Welt, dass das Kind sexuell missbraucht ist und vielleicht den Täter sogar brandmarkt, dann kann ein irreparabler Schaden auch an einem sogenannten Täter passieren, der gar nichts damit zu tun hat. Also zunächst einmal muss man das für sich behalten, beobachten und dann zu einer neutralen dritten Stelle gehen und sagen, ich habe da so etwas beobachtet. Sind das etwa die Zeichen? Was würden Sie mir raten, was ich jetzt tun soll? Auf keinen Fall zuerst den Täter konfrontieren und auf keinen Fall zuerst das Opfer konfrontieren. Und schon gar nicht die beiden miteinander konfrontieren, weil das geht wahrscheinlich immer schlecht aus, denn der Täter hat immer Macht über das Opfer. Aber ist es nicht, sage ich mal, schlimm, wenn man so eine Vermutung hat und dann eigentlich noch das eine Weile beobachten muss? Dann lässt man ja, sage ich, Zeit ins Land gehen, wo man nichts tut. Ja, das ist einerseits schwierig. Andererseits aber ist ein sexueller Missbrauch nicht erst heute geschehen. Der ist schon gestern geschehen und vorgestern geschehen und vorvorgestern geschehen. Und ich bin jetzt im Moment da, der ich das beobachtet habe. Jetzt sofort einzugreifen, ohne Fachkenntnisse zu haben, ohne Kompetenzen zu entwickeln, sondern nur aus Angst und Sorge, das macht die Sache nicht besser. Sondern da muss man sich dann schon an kompetente Stellen wenden, die mit solchen Fragen umgehen können und auch wissen und auch beraten können, was man jetzt machen sollte. Dann kann man natürlich manchmal ans Jugendamt gehen, manchmal muss man zur Polizei gehen. Also das gibt dann schon Wege. Jetzt hat die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten eine Broschüre herausgegeben, die heißt, wie der Fachbeirat sexueller Gewalt begegnen. Und das ist ja eine Broschüre, die auch so darauf aufmerksam macht, auf diese Anzeichen, auch was man tun kann. Warum ist es denn überhaupt nötig, innerhalb der Kirche so eine Broschüre herauszugeben? Kirchen sind normalerweise ja Schutzräume. Und Menschen, die zur Kirche gehen, sind manchmal nicht die Leute, die so im Leben strahlend durch die Welt laufen und sagen, mir geht's wunderbar, sondern manchmal schon auch verletzte Leute. Manchmal sind es Menschen, die Ängste haben. Manchmal sind es Leute, die unter Depressionen gelitten haben und jetzt einen Schutzraum brauchen. Und in diesem Schutzraum der Kirche wachsen auch Kinder heran. Also müsste eigentlich Kirche den Schutzraum bieten. Aber in der Kirche sind halt nicht immer nur ganz gesunde Leute, sondern da gibt es auch Menschen mit bestimmten Abhängigkeiten und Trieben. Und deswegen passiert in der Kirche auch sexueller Missbrauch. Und das kann einerseits erschüttern, aber andererseits müssen wir auch sagen, alles, was passiert, kann auch in der Kirche passieren. Und da wir in den letzten Jahren hellhörig geworden sind und von Fällen wissen und mehr wissen als früher und auch den Raum der Kirche nicht mehr dunkel halten wollen, nach der Devise, das darf bei uns nicht sein, sondern hinschauen. Deswegen sagen wir, wir müssen etwas tun, damit der Schutzraum der Kirche auch tatsächlich deutlicher als Schutzraum gewährleistet ist. Ist es auch ein Zeichen nach außen, dass man sagt, man beschäftigt sich mit dieser Thematik? Ja, sicherlich auch.
Aber es wäre jetzt fatal, wenn wir sagen würden, es geht eigentlich uns nur um unseren Ruf. Und weil es uns um unseren Ruf geht, deswegen beschäftigen wir uns damit. Sondern es muss ja um die Geschädigten gehen, um die sogenannten Opfer gehen, die zum Teil dann 20, 30, 40 Jahre lang unter einem Geschehen leiden und häufig das Gefühl hatten, in meiner Kirche kann ich nicht drüber sprechen. Und wenn ich drüber spreche, dann schauen manche Leute weg und sagen, das kann doch wohl nicht sein. Also bei uns passiert das doch nicht. Also um ihretwillen geht es eigentlich, um die Opfer. Was war denn so der Anlass, dass dieses Thema hochkam? Sie haben ja schon gesagt, es war lange so im Dunkeln, es wurde lange nicht drüber gesprochen. Und gerade in den letzten Jahren wurde das, sage ich mal, öffentlich gemacht, was auch vielen Opfern, sage ich mal, die Möglichkeit gibt, überhaupt darüber zu sprechen. Es sind immer gesellschaftliche Themen, die es manchmal leichter machen. Wir haben vor 20 Jahren vielleicht darüber gesprochen in unserer Kirche über Verstrickung mit Nationalsozialismus, weil das auch in der Gesellschaft ein Thema war. Dann war das auch für uns leichter, darüber zu reden. Wir haben über Frauenfragen, Gleichberechtigung sprechen können in der Kirche, weil das ein Thema war. Und weil es ein gesellschaftlich sehr brisantes Thema ist, nicht bloß in der katholischen Kirche, sondern überhaupt in der Gesellschaft, ist es auch für uns in unserer Freikirche leichter, darüber zu reden, ohne Ängste zu entwickeln, ohne Abwehrmechanismen zu entwickeln und ohne diese Tabuisierung zu machen, sagen, also das Thema ist nicht dran, darüber dürfen wir nicht reden. Es ist dran und deswegen können wir auch leichter darüber reden. Und was macht die Kirche heute, um Missbrauch vorzubeugen? Diese Broschüre dient eigentlich dazu, aufzuklären. Aber am Ende dieser Broschüre ist auch solch ein Erklärungsblatt, sodass jeder in unserer Freikirche, der professionell oder auch im Bereich des Laientums mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, so eine ethische Erklärung unterzeichnet, sie erstmal versteht, sie bejaht, sie auch unterzeichnet, um somit für sich selber zu demonstrieren, ich will mich im Umgang mit Kindern und Jugendlichen verantwortlich verhalten. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Also ein bewusster Umgang erstmal. Ein bewusster damit. Umgang und auch sich so ein Stück selber kennenlernen. Was sind meine Impulse, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen umgehe? Was mache ich, wenn mir ein pubertierendes Mädchen sehr nahe kommt, sich in mich verliebt zum Beispiel? Wie gehe ich denn damit jetzt um? Ja, soll ich darauf antworten? Und es gibt ja tragische Situationen, wo Menschen dann darauf geantwortet haben und dann haben sie doch gemerkt, das darf ich nicht. Und dann solch eine Person wieder zurückzustoßen, wo man vielleicht intim gewesen ist und zu merken, jetzt habe ich Schuld auf mich geladen, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Wie wären Verantwortliche noch darauf vorbereitet? Durch Seminare für Pastoren. Und es wurden in den letzten Jahren in allen Bereichen Seminare für Pastoren gehalten, Fortbildungen. Und ich denke, diese Fortbildung, die Seminare und das Bewusstmachen in der Kirche, dass wir immer wieder darüber sprechen, das Thematisieren. Ich glaube, das gibt euch ein Bewusstsein, wie wichtig der verantwortliche Umgang mit Kindern und Jugendlichen ist oder auch mit anderen. Seelsorger haben viel mit Frauen zu tun. Wie gehe ich mit dem anderen um? In einer ganz intimen Zweierbeziehung, wo niemand sonst dabei ist und wo manche Menschen mir auch ihre intimsten Dinge offenbaren. Wenn ich jetzt Jugendleiter bin, sage ich mal, ich habe mich mit dieser Thematik beschäftigt, ich habe auch ein Bewusstsein dafür und merke, dass jetzt vielleicht das innerhalb meiner Jugendgruppe oder auch in der Kirchengemeinde, sage ich mal, so Anzeichen von sind, irgendwas nicht stimmt, vielleicht irgendwas seltsam ist. Haben wir schon über diese Schritte gesprochen. Was ist denn, wenn ich damit überfordert bin? Ich bin ja nicht allein, zum Glück. Und durch dieses Bewusstmachen merkt auch der Jugendleiter, dass er nicht ganz alleine steht. Er hat Ansprechpartner. Er hat Ansprechpartner in der Vereinigung bei uns, wie wir das so nennen. Das heißt, der Abteilungsleiter in unserer Freikirche, der sich über die Ortsgemeinden hinaus mit Jugendfragen beschäftigt, der kann ihm zur Seite stehen. Es kann Anfragen beim Fachbeirat geben. Also er kann sich Hilfe holen. Und wenn er merkt, das ist zu schwierig für ihn, dann kann er sogar sagen, ich kann die Verantwortung nicht übernehmen. Ich spüre da bei mir etwas. Ich muss den Umgang vermeiden, ich trete zurück.
Also dann wirklich Konsequenzen ziehen. Aufziehen. Ja. Mhm. Ja. Wir haben schon so über Hilfe von außen gesprochen. Es gibt ja auch, sage ich mal, Beratungsstellen von ganz unterschiedlichen Institutionen. Ist es denn immer notwendig, so eine Beratung hinzuzuziehen? Oder kann man Dinge auch intern regeln? Es ist die Tendenz der Kirche, Dinge intern regeln zu wollen. Wir haben aber in der Kirche nicht allzu viele Fachleute, die sich mit solchen Fragen der Sexualität oder des Missbrauchs genügend auskennen. Es wird ein größerer Pool geschaffen, wir haben Psychologen und das ist schon hilfreich. Aber ich denke, man muss auch so diese Tabuisierung durchbrechen und sagen, hier gibt es Stellen von außen, die sind extra dafür da und wir wenden uns an sie und holen uns Hilfe von dort. Ich denke, das ist auch so ein Stück, ein Anzeichen. Wir schämen uns nicht, es tut uns leid, dass es bei uns passiert, aber wir greifen Ressourcen auf, die da sind in unserer Gesellschaft. Und ich denke, das ist sehr vernünftig. Nur nicht so nach innen gekehrt und denken, wir kriegen alles und zweimal beten und dann geht's schon. Mhm. Beratungsstellen dienen ja auch dazu, vielleicht, sage ich mal, juristische Beratung zu geben oder wirklich an Psychologen vor Ort weiter zu leiten. Dann. Ja, das ist in unserer Beratung, also bei unserem Fachbereich genauso. Wir haben einen Rechtsanwalt, der in solchen Rechtsfragen beraten kann. Wir haben einen Fachtherapeuten in sexuellen Fragen bei uns und das ist sehr, sehr hilfreich. Ist es denn möglich, wenn jetzt sich Opfer nach sehr langer Zeit erst melden und sagen, dieser Missbrauch ist vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren passiert, den Täter zur Rechenschaft zu ziehen? Manchmal ist es juristisch nicht mehr möglich, wenn die Verjährungsfrist eingetreten ist. Allerdings ist es für uns als Kirche ganz wichtig, wo Opfer und Täter in einer Gemeinde oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer noch in Kontakt sind, dass man, obwohl vielleicht es juristisch gar nicht mehr möglich ist, eine Klärung herbeizuführen, dass wir das dennoch versuchen. Weil manche Opfer sagen, ich lebe ja schon seit 20, 30, 40 Jahren damit. Manche sind auch selber in Therapie gegangen und haben das einigermaßen bewältigt. Nur wenn sie an Kirchengemeinde denken, haben sie immer das Gefühl, dort hat man mich nicht gehört. Also woanders in meiner Therapie, da hat man mich verstanden. Und der Arzt und die Ärztin und der Psychologe, ja. Aber in meiner Kirche hat man mich nicht verstanden. Und deswegen ist es die Aufgabe, das ernst zu nehmen und die Menschen zu verstehen, ihnen zu glauben und auch, wo es nötig ist, die Täter zu konfrontieren, damit vielleicht so etwas geschehen kann wie eine Entschuldigung oder wie eine Wiedergutmachung geht ja nicht mehr. Aber wenigstens das Gefühl, dass die Person in der Kirchengemeinde geachtet wird und dass sie ernst genommen wird und sich da nicht verstecken muss. Wie sieht denn so eine Konfrontation dann aus? Geht dann jemand vom Fachbeirat oder von der Kirchengemeinde zu der Person und sagt, übrigens, jetzt sprechen wir mal über etwas, was schon etwas länger zurückliegt? Also das bringt ja, sage ich mal, so eine Kirchengemeinde in Aufruhr. Mhm. Es ist der Fachbeirat, an den herangetreten wird von verschiedenen Seiten. Und wenn solch eine Vermutung oder ein Verdacht sich härtet, dann wird es der Fachbeirat tun, der den Täter konfrontiert, nachdem er auch gründlich mit dem Opfer gesprochen hat, vielleicht mit dem Arzt gesprochen hat, wo eine Schweigepflicht entbunden ist. Er wird nie Täter und Opfer miteinander an einen Tisch bringen. Also braucht man keine Angst haben, dass man so einer Situation ausgesetzt wird? Nein. Weil das die alten Wunden wieder furchtbar aufreißt und weil manchmal sogar noch im Erwachsenenalter bestimmte Abhängigkeiten bestehen. Das wäre sehr destruktiv, wenn wir das machen würden. Jetzt sind ja so diese Themen Vergebung auch dieses Konfrontieren vielleicht mit Schuld und Sünde sind ja so die Themen der Kirche. Und oft oder manchmal geschieht Missbrauch ja auch noch später, wenn vielleicht jemand aus der Kirchengemeinde sagt, na gut, jetzt ist es schon so lange her, jetzt vergib ihm doch mal, lass mal Gras über die Sache wachsen. Was ist denn ein christlicher Umgang mit so einer Situation, auch mit diesen Themen? Ja, manche Opfer spüren das, dass von ihnen verlangt wird, sie müssten doch endlich vergeben. Das wäre doch eine christliche Tugend und was geschehen ist, ist geschehen.
Vergebung ist schon eine sehr wichtige seelische Komponente zur Gesundung. Nur man kann sie nie einfordern. Ich kann also vom anderen nie einfordern, du musst mir jetzt vergeben, du bist doch ein Christ. Sondern das setzt eine gewisse Verarbeitung, Heilung, ein Zurandekommen mit sich selber wieder voraus. Denn das bleibt ja im Lebensskript als Geschichte verankert. Es ist ja nie ausgerottet. Und dann zu sagen, das ist geschehen. Und das hat mir so wehgetan und ich habe geweint, aber ich bin aus dem Opferverhältnis herausgetreten. Und erst wenn ich aus dem Opferverhältnis herausgetreten bin, kann ich sagen, okay, ich vergebe vielleicht. Jetzt haben Sie das Stichwort Heilung genannt. Ist denn Heilung überhaupt möglich? Das ist eine ganz schwierige Sache. Ich glaube, es ist möglich. Ich kenne genügend Menschen, die können jetzt drüber sprechen. Und sobald man über eine Sache sprechen kann, ist ein Prozess nicht der Abspaltung, sondern der Bewältigung eingetreten. Im ersten Moment können Leute nicht drüber reden und wenn sie drüber reden, dann brechen sie manchmal zusammen, dann fließen die Tränen, dann kippen sie weg in die kindlichen Erlebnisse und fühlen sich wieder als Kind und dann kommt alles wieder hoch. Wer dann drüber reden kann, hat sicherlich häufig eine therapeutische Behandlung, eine seelsorgerliche Behandlung, hat wieder ein Selbstwertgefühl gefunden als Frau, als Jugendlicher, hat keine Schuldgefühle mehr und sagt nicht, ich bin ja vielleicht auch ein bisschen dran schuld und warum ist mir das passiert, sondern ist mit sich selber und seiner oder ihrer Rolle auch als Frau, als Mann jetzt wieder zurechtgekommen. Und dann kann er oder sie sagen, okay, ich vergebe, aber ich bin immer noch sensibel und empfindsam. Und immer wenn diese Person irgendwo erscheint, dann kommt in meinem Herzen wieder so ein Schlag, so ein Impuls hoch. Es zerstört mich nicht mehr, das ist, meine Erinnerung ist immer noch da, aber es tut nicht mehr so weh. Ja, es ist eine gewisse Heilung, aber eine Narbe wird immer bleiben. Und wenn ich jetzt so jemanden in der Familie habe oder auch als Freund, wie kann ich denn trösten? Also ganz wichtig ist, wenn ich jetzt jemanden habe, der oder die meine Freundin ist, mein Freund, und da gibt es solche Anzeichen, dass wir diesen Menschen Mut machen, aus der Ecke des Schweigens herauszutreten. Und wenn jemand so einen Gesprächspartner findet, und es gibt manchmal so Anzeichen, wenn jemand anfängt zu reden, also man muss vorsichtig sein bei Übergriffen, man darf sich niemandem so nähern. Dann kann ein Geschulter vielleicht ein Ohr haben dafür, da könnte vielleicht eine Erfahrung dahinter sein. Und wenn ein Vertrauensverhältnis besteht zwischen Freundinnen, dann kann vielleicht eine Geschichte erzählt werden. Diese Freundin aber, die dann nicht verurteilt und die nicht verteidigt und nicht fragt, bist vielleicht ein bisschen selber dran schuld, die bräuchte dann selber Hilfe, bei einer anderen dritten Stelle, wie gehe ich jetzt mit diesem Wissen um, damit das Gespräch weiterlaufen kann und vielleicht auch die Ermutigung, wende du dich selber an jemanden, damit du das nicht dauernd mit dir herumtragen musst. Jetzt haben Sie noch ein Stichwort gesagt, wenn das Opfer sagt, ich bin ja dran schuld, so dieses Schuldbewusstsein auch in die Vergangenheit noch hinein, wie kann man das loslösen? Ja, ich glaube, die Opfer werden durch Gespräche mit kompetenten Seelsorgern und Fachtherapeuten spüren, dass sie nicht schuld sind. Und dieses Schuldgefühl ihnen wegnehmen zu können, dass sie selber glauben, dass sie nicht dran schuld sind, sondern dass sie in eine Falle geraten sind, das ist eine sehr, sehr große Erleichterung. Denn die Rückbindung an Schuld und Scham ist sehr groß und macht häufig so schweigsam. Das heißt dann auch eine Beratung von außen, ja. Psychologische Unterstützung. Ja. Herr Gerhard, vielen Dank, dass Sie so über dieses Thema gesprochen haben, auch darüber, was man tun kann, wie man Hilfe anbieten kann. Dankeschön. Gerne, gerne. Liebe Zuschauer, sexueller Missbrauch ist eine Grenzüberschreitung, die lebenslange Folgen haben kann. Wenn Sie selbst betroffen sind oder Opfer kennen, wenden Sie sich gerne an Kontaktadressen, die Sie auf unserer Homepage unter hopechannel.de finden. Suchen Sie dort die Sendereihe Nachgefragt und die entsprechende Sendung Sexueller Gewalt begegnen. Wir haben gehört, dass Heilung möglich ist. Es ist ein Prozess, der Zeit braucht. Nehmen Sie gerne Hilfe in Anspruch.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Nachgefragt.